Bisag, Küchenbau, V-Zug und L-Bau präsentieren den Top-Pot und wünschen einen guten. Recht herzlich willkommen zu der heutigen Silvester-Kochsendung Top Hot. Heute gibt es gefüllte Bullibrüstli mit Spinat und Rohschinken. Dazu gibt es eine Zitronen-Koriandersoße und Bratkartöpfli. Und zum Dessert gibt es ein Prosecco Sabayoni. Und Vinoteca Grande Reserva hat uns einen wunderbaren spanischen Rosé-Schaumwein empfohlen. Und ich fange eigentlich gerade an mit dem Spinat zum Füllen, weil der sollte ja ein bisschen abkühlen. Nehmen wir hier ein bisschen Fettstoff. Meistens ich arbeite sehr, sehr gerne mit Rapsöl. Weil Rapsöl ist eigentlich schon heimisch und kommt von da. Ganz leicht drin. Ich mache das jetzt mal auf dem Teppanyaki, weil den brauche ich noch für die Bullibrüschli. Da ist ein bisschen gekackte Eschalotten oder Zwiebeln. Kann man nicht, wenn man will. Ja, das ist schon recht heiß. Und ich habe die Händchen an, weil ich nachher gerade noch mit der Bullibrüsch arbeite. Weil eben meistens ist es ein bisschen mühsam, hier vor dem Fernseher die Händchen anzulegen, weil sie kleben immer. Da ein bisschen frisch gehackten Knoblauch rein tun. Da. Ja, Silvester-Sendung. Das ist, könnt ihr euch noch erinnern, vor einem Jahr habe ich hier mit dem Stefan Angern gekocht. Und das ist schon wieder ein Jahr her, ein Turbulenzjahr. Ich glaube, für alle ist 2020 sicher ein bisschen turbulent gewesen. Aber nichtsdestotrotz haben wir das wirklich geschafft. Hat Spass gemacht, dann eigentlich ein gutes Jahr gehabt. Hoffe ihr auch. Ich tue noch gerne ein bisschen Muskat in den Spinat rein. Gibt einen ganz coolen Geschmack. So. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Bouillon parat. Ganz ein bisschen abschütteln. Und dass der Spinat wirklich noch besser schmeckt, nehmen wir hier ein bisschen Butter drin. Ganz wenig. Ein bisschen, ist ja Silvester, darf man ja schon noch ein bisschen vornehmen. Für das nächste Jahr nehmen wir ja erst noch um 12 Uhr, dann nehmen wir etwas vor. Ein bisschen Butter rein. Voilà. Limit auf die Seite, da lasse ich noch eingeschaltet, weil ich mache ja hier noch Bullibrüschli. Jetzt nehmen wir das so an. So, dann kann man das so machen. Und wenn man jetzt nicht so einen Fleischklopfer hat, jetzt hier, das ist jetzt auch etwas Kleines, kann man auch mal eine Flasche nehmen oder irgendetwas, die ich vielleicht mal zeigen kann. Es hätte ich den vergessen, den Fleischklopfer. Oder? Haben wir natürlich auch so. Mit dem Klopfer überhaupt kein Problem. So, also. Voilà. Nicht so klopfen, dass gerade der Plastik kaputt geht. Dann kann man den noch mal brauchen. So, gehen wir wieder her, die Innenseite. So, und jetzt mache ich einen Gag. Natürlich hier Bündner Rohschinken dabei. Ist ja klar als Bündner. So, jetzt kann man das so auslecken. Schau, jetzt habe ich einen so. Jetzt lege ich ein Bullibrüschli weg. So, das so hier drauf. Auch wieder zustechen. Und bei dem habe ich es ja oben drauf gemacht. Und jetzt legen wir den Spinat. Man sollte ihn vielleicht noch ein bisschen länger abkühlen lassen. Weil hier in der Sendung kann ich das natürlich nicht machen. Jetzt kann man das so machen. Oder es gibt noch mal eine Variante. Den auch hier drauf tun. Und jetzt so machen. Und jetzt kann man den auch plattieren. Vielleicht geht es sogar besser mit dem, wenn er flacher ist. Und jetzt so nicht. Ippidippidippidipp. Es wird einfach nicht mehr kleben. Jetzt nehmen wir das. Vorsichtig kann man das so da drauf tun. So, schau mal. He? Das ist dann einfach ein bisschen flächer als hier, oder? Dann wir das so aufrollen. Ich werde auch hier zumachen zuerst. Komm, ich mache zuerst zu. Zick. Ja. Und jetzt aufrollen. Eigentlich wie ein Fleischvogel, eine Roulade. Nochmal ein bisschen festdrücken. Was noch cool wäre, jetzt vielleicht ein bisschen in die Kühle tun,
dass der Schinken vielleicht wieder ein bisschen fest wird. Und jetzt der hier, ist schon der Schinken innen dran. Ja. Kann man jetzt so aufrollen. Da ist Spinat noch drin, da, keine Reste. Und da ist einfach das Bullibrüschli, jetzt geht schön raus. Da. So, da machen wir jetzt die Soße. Die Zwiebeln schaffen. Und da haben wir ein bisschen Zitronengras. Ja, ein bisschen Geschmack. Zitronenzeste. Das ist ja die abgeriebene Schale. Was macht denn der da? Der geht auf. Da. Geht's dem noch? Wir werden den gerade wegnehmen, wenn der auf will. Da. Jetzt tun wir das so leicht anziehen. Den Koriander habe ich jetzt so mal mitgenommen. Der ist jetzt eigentlich schon gemahlen. Und ich finde, nicht zu viel drin tun, weil Koriander ist sehr, sehr stark. Und jetzt tue ich das so ganz Koriander, Zitrone anziehen. Oh, schmeckt das fein. So, und man kann auch noch ein bisschen, das ist die Zitrone, die ich habe, wegen dem Abrieb. Und da müssen wir nicht mehr viel mehr machen. He? Eieiei. Dann haben wir hier beide Varianten. So, jetzt können wir mit diesen beiden Varianten. In den Ofen rein, 110 Grad habe ich eingemacht. Kann nicht passieren. Und jetzt habe ich ja schön Zeit für die Süßli. Es ist noch wichtig, dass man die Soße wirklich schön macht. Und jetzt Zitronensaft. Dass mit Saft rauskommt, wir können jetzt auch Zitronenpresse nehmen. Vorsichtig, nicht zu viel. Hat ein bisschen Martini. Vollrahmen natürlich ist wichtig. Nehmen wir den Vollrahmen. Ja, nicht, weil es bricht. Der Rahmen bricht. So kleine Fetzli. Habe ich hier ein bisschen Gemüsebouillon. Und jetzt habe ich die Hördöpfli. Ganz normale Charlotte, fest kochend. Jetzt tue ich dir noch ein bisschen, ganz wenig, ein bisschen Curry dran. Und jetzt, schau, nehme ich die Hördöpfli. Tue ich da ein bisschen ganz leicht fetten. Und jetzt, stinke frech einfach auf der Teppanyaki. Geht auch, geht doch. Schau jetzt mal. Hier lassen wir unsere Zitronen-Koriandersauce laufen. Ja, zudem ist ein spanischer Schaumwein, also nicht unbedingt ein Prosecco. Ist wirklich, der darf sich auch nicht Prosecco nennen und auch nicht Champagner, sondern wirklich ein spanischer Schaumwein. Vielleicht wieder mal Champagner oder Prosecco oder Schaumwein. He? Ist immer cool zum Aufmachen. Ich noch ein bisschen Show dazu. Das Deckel wegnehmen. Und jetzt nicht reinschauen, weil nicht so aufmachen, ja nie immer weg. Und auch nicht gegen den Nachbar, überhaupt nicht, sondern einfach aufmachen, weg. He? Der hat mehr Druck drauf als ein Autopneu. Licht drehen. Und wir merken schnell, wenn er kommt, dass tätschen lassen, ist nicht ganz so schön. Voilà, das macht nichts, das gehört fast dazu. Und jetzt unten rein, mit dem Daumen unten rein. Und halt auch ein bisschen von oben rein, den Schaum drauf schön. Wow, uhuhu. Wie es sich gehört, ist ein Assemblage aus vier verschiedenen Traubensorten. Ui. Wow. Kommt mir vor wie Zitrusfrüchte. So ein bisschen ganz leichte Säure, aber das muss schon ein bisschen Champagner haben. Leicht ist das, das ist schon kein süßes Wein. Ganz, ganz etwas Feines. Jetzt machen wir einen Wechsel. Jetzt kommt der Sabayon dazu. Beim Sabayon machen wir ja immer so ein bisschen Verhältnis. Ganze Eier, Eigelb. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel zwei Eigelb. Zwei ganze Eier. Puderzucker. Das schmeckt so fein hier. Darf man schon ein bisschen rein tun. Sollte auch noch süß sein. So. Was ich noch lässig finde, es gibt auch so Vanille.
Vanillesamen, muss ja nicht immer Vanillezucker sein, Vanillesäumli, die sind schon trocknet und so. Die kann man eigentlich wieder aus einer Mühle so dazugeben. Also wirklich nur 1-2 Gramm. Und wichtig ist eigentlich jetzt Eier, Eigelb, Zucker und Vanille. Und jetzt ist es wichtig, dass man das, gehe ich da wieder zurück, jetzt separat. Hoppla. Also jetzt ist es schon recht schaumig. Und jetzt kann man reingehen, aber vorher, ich habe gesagt, mit Prosecco. Ein bisschen Prosecco drin tun. So, tram, tram, tram. So, dann tun wir das drauf. Eben, schauen nicht, dass es im Wasserbad ist. Soll nicht zu wie eine Wäsche. Ich habe jetzt Frechheit. Los schnell. Nehmen wir schnell die Pulle raus. Schauen, dass man sich. Bestens ist eben, wenn man immer so ein Tüchle hat. Wir Köchen nennen das Torschon. Ja, tun wir das einmal auch 2 Minuten so abstehen lassen. Sieht schön aus. Ist wenig Saft raus. Picobello. Ja, und da können wir unsere Zitronen, Koriandersoße auch noch mal ein bisschen aufkochen. So. Das ist immer noch zu wenig. He? So, immer weiterschlagen. Schau, da haben wir einen schönen Teller. Hm? Dann haben wir das auch hier hin. So. Dann habe ich vorher noch ein bisschen Spinat gemacht. Schau mal. Den können wir auch wieder hier in die Wärme tun. Schau mal. Ist alles zur gleichen Zeit bereit. Ja, aufpassen auf den Sabayon. Ja, jetzt ist es heiß. Habt ihr gesehen? Schaut jetzt, wie es dampft. Ja? Jetzt kommt es. Jetzt passt es. Schaut mal. Jetzt ist genau der Augenblick da. Jetzt nicht. Und dann habe ich einen Löffel bereit gemacht. Und jetzt füllt man das ein. Natürlich weg nicht von der Hitze. So, wunderbar. Und jetzt kann man das, wir haben jetzt 6, wenn man will, habe ich hier noch so ein bisschen so Knusperstangen. Das ist jetzt ein Blätterteig mit ein bisschen Zucker. Man kann auch mal so ein bisschen so ein feiner Biberli drin tun, Schokostreusel. Natürlich Mandarinen könnte man es noch mal oben drauf tun. Ja, also das ist alles so. Sachen, die man jetzt gerade oben drauf tun kann. Dann habe ich hier ein bisschen frische Pfefferminze. Also, Samayon steht. Wunderbar, es verhebt, es verläuft nicht unten raus. Jetzt haben wir ja hier unsere feine Zitrone. Koriandersauce. Und einfach nochmal aufkochen. Schaut mal. Aufkochen und nochmal mixen, nochmal mixen, nochmal mixen. Die ganzen Soßen, Suppen, die werden einfach cremiger, wenn man es nochmal aufkocht. Das ist einfach schade. Ah, oh, jetzt haben wir so ein Puderbrüschli da. Voilà! Das nehmen wir weg da. Vielleicht da auch noch. Moment, machen wir das zweite. So, jetzt kommt das Zusammenstellen von dem ganzen Gericht. Der Spinat ist jetzt auch wieder warm. Und wenn ich so ein Küsschen mache, Spinatfeder da noch. Nicht zu viel. Ich finde, es ist noch schön geworden. So, he? Schau mal. Und jetzt unsere auf die Seite ziehen. So. Coole Kartoffeln. Ganz knusprig. So, voilà.
abschalten. Die Soße. Ich würde jetzt vielleicht so. Man sagt dem ja nappieren. Ich würde nicht das ganze Pulibrüschli nappieren damit, weil da sehen wir ja die Füllung nicht mehr. So. Was meint ihr? Cooles Gericht. Ist nicht schwer, ist kein Schigimigi. Ich würde sagen, lassen wir es so. Sieht doch cool aus. Sabayone mit Prosecco, ein bisschen Marsala und Mandarine und die Pulibrüschli mit Spinat und Bratröpfel. Das ist, das war's. Ich möchte mich vielmals bedanken, dass Sie mir auch treu halten an meiner Kochsendung Top Pot. Sie machen das schon seit 20 Jahren. Danke vielmals. Das ist nicht selbstverständlich. Wie ich schon mal gesagt habe, nächstes Jahr machen wir weiter. Und ich möchte Ihnen noch, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Danke sagen. Ich möchte natürlich auch meinem Team, dass mich immer aushalten muss, dass meine Versprecher aushalten muss. Nein, das ist ein super Team. Ich habe das beste Team, das es gibt. Ich möchte auch denen danken. Vielleicht haben Sie gerade Zeit, um mal anzukommen. Könnten wir vielleicht noch anstoßen miteinander. Ja, mein Team kommt schon daher. Voraus Zine, Kamerafrau. Danke. Dominik, Kameramann. Danke. Barbara, Produzentin. Und Adrian, Regie. Hey, danke euch vielmals für euren Einsatz, eure Geduld mit mir. Macht mega Spass, mit euch zusammen zu arbeiten. Auch im nächsten Jahr sind wir wieder voll dabei. Das ganz gleiche Team. Macht mega Spass mit euch. He? Und jetzt, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, euch wünschen wir natürlich auch alles Gute und ein ganz gutes neues Jahr und einen guten Rutsch. Zum Wohl miteinander! Der Top-Pot ist Ihnen präsentiert worden von Bisag Küchenbau, V-Zug und Elbau. Wir wünschen einen guten.